Sie fahren den Orinoco flussabwärts zu ihrem Basislager in der Oriniquia Lodge. Die Spinnen, nach denen sie suchen, haben sich höchstwahrscheinlich tief im Erdreich vergraben. Deshalb ist West mit einer Spezialkamera bewaffnet, der XL Video Probe. Ihren langen Lichtleiter können wir in ein Erdloch hinablassen. Die Sonde wird üblicherweise in der Luftfahrtindustrie verwendet, um etwa ins Innere von Flugzeugmotoren blicken zu können, und von der Polizei, um in beengten Räumlichkeiten Überwachungen durchzuführen. Und wenn da eine ist und wir sie rausbekommen wollen, können wir das machen. Ich kann es kaum erwarten, dieses Ding zu benutzen. Es existieren bisher nur spärliche Indizien für Riesenspinnen. Doch 2004 tauchte im Internet dieses Foto aus dem Irak auf. Es zeigt ein achtbeiniges Monster. Das Bild scheint eine gewaltige alienartige Kreatur zu zeigen. Das Foto ist nicht der einzige Beweis für diese Wüstenwesen. Im Nahen Osten kursieren grausige Geschichten darüber, dass diese Wesen die Mägen von Kamelen fressen, dass sie mit 40 Stundenkilometern über den Wüstenboden rasen und dass sie Appetit auf Menschenfleisch haben. Sie heißen Walzenspinnen und sind eine bekannte Tierart. Doch handelt es sich bei diesen Fotos und Geschichten um Fälschungen oder Beweise, dass Walzenspinnen zu Riesen heranwachsen können? Monster Quest nimmt diese Geschichten genauer unter die Lupe. Um biologische Indizien zu sammeln, begeben wir uns nach Texas, in die raue Wüste des Seminole Canyon State Parks. Wie die irakische Wüste gehört auch sie zu den vielen Orten weltweit, an denen diese Kreaturen angeblich lauern. In Texas kennt man sie als Mate Venados oder Hirschtöter. Haben wir alles? Ja. Bereit? Angeführt wird die Expedition von Christy Reddick von der Texas A&M University. Begleitet wird sie von ihrer Kollegin Jessica Honecker. Reddick und Honecker werden die nächsten beiden Tage damit verbringen, die Wüste und das felsige Terrain nach diesen achtbeinigen Wesen abzusuchen. Falls sie außergewöhnlich große Exemplare oder anatomische Abnormitäten finden, könnte das den Berichten aus dem Nahen Osten mehr Glaubwürdigkeit verleihen. Zu ihrer Ausrüstung gehören Kamerafallen und Verfolgerlichter. Sie beginnen Tag 1 im nördlichen Teil des Parks. Es gibt über den Südwesten Amerikas bis hinauf nach Colorado, Wyoming verteilt diverse Arten. Die beste Zeit, sie zu finden, ist zwischen Juni und Juli. Man findet sie auch davor und danach, aber da sind die Walzenspinnen am aktivsten. Werden Reddick und Honecker diese schwer zu fassenden Wüstenbewohner fangen können? Schnapp sie! In Venezuela wird die Jagd vertieft. Weltweit kursieren Legenden von Riesenspinnen mit einem Durchmesser von 1,5 Metern und mehr. Im Irak wurden angeblich einige Soldaten und Soldatinnen von einem großen Wüstenraubtier, der Walzenspinne, gebissen. Vom Fronteinsatz erreichen uns Geschichten von einer fleischfressenden Kreatur mit gewaltigen Beißwerkzeugen. Das Untier habe die Größe einer kleinen Katze. Diese GIs kennen die Geschichten. Die ich gesehen habe, sind fast so groß wie meine Hand. Nicht ganz, aber ich habe große Hände. Sie haben fiese Beißwerkzeuge, wie in dem Film Predator. Genauso sahen ihre Münder aus. Mir jagt nicht viel Angst ein, aber diese Spinne, da bekomme ich Gänsehaut. Dieses Foto aus dem Irak tauchte im Internet auf. Doch ist es der Beweis für ein achtbeiniges Monster in der irakischen Wüste oder eine Fotomontage? Unser Experte wird dieses Beweisstück analysieren. Diese Spinnen sollen nachts GIs angreifen, doch sind das tatsächliche Ereignisse oder alles nur Märchen? In der irakischen Wüste macht sich ein Soldat zur Nachtruhe bereit. Unter seinem Feldbett lauert eine Kreatur. Sobald die Lichter gelöscht sind, krabbelt sie unter der Bettdecke auf seinen Arm. Sie beißt zu und injiziert eine Dosis Betäubungsmittel. Der schlafende Soldat spürt nichts.
Die Spinne reißt Fleischfetzen heraus, aber wegen des Betäubungsmittels spürt er nichts. Als der Soldat am nächsten Morgen erwacht, ist sein Arm blutüberströmt, Fleisch und Muskeln abgenagt. Reddick und Honecker sind im Seminole Canyon auf der Jagd nach Walzenspinnen. Sie sind skeptisch, was die Existenz von Riesenwalzenspinnen betrifft, aber bereit, nach ihnen zu suchen. Sie müssen nicht unbedingt unter den großen Felsen stecken. Die bekannten Walzenspinnen sind keine wirklichen Spinnen, sondern nahe Artverwandte namens Solifuge. Der Name Solifuge stammt aus dem Lateinischen und bedeutet der Sonne entsprungen. Wie andere Arachniden haben auch Solifuge ein Exoskelett und 8 Beine. Doch sie können schneller laufen als die meisten Spinnen und mit ihren starken Kiefern Beute in Stücke reißen, wie man in diesem Video beobachten kann, das ein GI aus dem Irak Monster Quest zur Verfügung gestellt hat. Es zeigt eine Walzenspinne, die eine kleine Echse frisst. Sie sind sehr aktive Jäger. Sie haben riesige Kiefer, weiden ihre Beute aus und verflüssigen sie dann. Doch werden sie so groß, wie die Geschichten im Internet behaupten? Reddick und Honecker setzen ihre Suche fort. Ich habe nichts. Ich auch nicht. Schauen wir unter denen. Es ist zu trocken. Gehen wir näher an den Canyonrand. Als hätten sie ein Radar, das ihnen sagt, dass wir sie suchen. Wenn man sucht, kann man sie nicht finden. Und wenn man nicht sucht, verstecken sie sich in deinem Schlafsack. Erst sieht es so aus, als hätten sie keinen Erfolg. Doch dann... Hier ist eine Vogelspinne. Schnapp sie! Oh, wunderschön. Super. Das ist eine männliche Texas-Vogelspinne. Die sind in dieser Gegend sehr verbreitet, doch in den letzten Jahren immer seltener geworden. Doch dies ist nicht die Spinne, nach der sie suchen. Sie lassen sie frei und suchen weiter. Niemand hat sich bisher gemeldet, wo und wann diese Aufnahme gemacht wurde. Doch Danny Mendez vom Liberty Science Center in New Jersey analysiert das Foto. Hier sieht man diese Ansammlung von Beinen, Klauen und Armen, was absolut riesig aussieht, wenn man als Maßstab das Bein des Soldaten nimmt. Das größte Exemplar, das je im Nahen Osten gefunden wurde, war 15 cm lang. Das Monster auf diesem Bild soll 6-mal so groß sein. Könnte es sich um eine neuere, größere Art handeln? Es scheint, als würde man einen riesigen Organismus sehen, doch in Wahrheit sind es 2. Das Foto zeigt eine Walzenspinne, die sich mit ihren Kiefern an eine zweite klammert. Man kann klar erkennen, dass da 2 wesentlich kleinere Spinnen sind, statt der einen großen, die man zu sehen meint. Wenn man als Maßstab die Hand und den Ärmel des Soldaten nimmt, sind sie jeweils nicht größer als 12 bis 15 cm. Der Blickwinkel und die Position der Kamera lassen das Tier also viel größer erscheinen. Unterdessen bricht in Texas die Nacht herein und Reddick und Honecker stellen eine Kamera mit Bewegungssensoren auf. Sie richten den Fokus der Kamera auf den Köder, einen fleischigen Schweinefuß. Der soll zeigen, ob Walzenspinnen das Fleisch größerer Tiere fressen. Wenn sie kommt, werden wir sie mit der Kamera einfangen, denn sie wird richtig in das Fleisch reinbeißen und Stücke abreißen müssen. Im Licht des Mondes machen sie sich auf die Suche nach Indizien. Sie leben in einem rauen Lebensraum. Es ist heiß, trocken und sie sind sehr schnell. Wenn man eine unter einem Stein findet, muss man sehr schnell sein, um sie zu fangen. Sie stellen eine simple, aber sehr effektive Falle auf, um die Walzenspinnen anzulocken. Eine Lampe.